beziehungsweise wir haben sie komplett geschrieben, eher gesagt. Und wir brauchen ja nicht nur einen Ball, sondern wir brauchen ja auch was anderes. Wir brauchen ja auch die Pedals, wir brauchen die Bumpers und wir brauchen die ganze Spiellogik dahinter. Und das machen wir jetzt. Jetzt machen wir die Pedals, würde ich vorschlagen. Das ist nämlich eigentlich mit das Komplizierteste, die ganzen Pedals zu machen. Aber ich denke, das schafft ihr und das schaffe ich und dann sind wir alle glücklich. Gut, warum leckt Windows jetzt? Egal. So, erstmal eine neue Klasse. Läuft hier gerade irgendwas im Hintergrund, was extrem viel Leistung zieht, oder täusche ich mich da? Egal. Wie nennen wir das? Das nennen wir mal Pedal oder LE oder Pedal. Ich habe es mit LE damals geschrieben. Jetzt schreiben wir es so. So, das erste, was wir wieder machen, wir machen eine Vererbung von Microsoft Xena Framework Game. Brauchen wir wahrscheinlich später, je nachdem, wie ich das nachher noch anpassen werde, für die zweifache Variante, die wir ja eigentlich machen wollen. Und wir kopieren mal wieder ein bisschen was, dass man das nicht schon fertig einstellen kann. Das ist schade. Egal. Gut. So. Das erste, was wir hier machen, wir machen uns wieder ein Rechteck. Und zwar ist das wieder ein Public Rectangle. Das nehmen wir mal Pedal. Rect. Ja. Gleich New Rectangle. Den geben wir direkt schon eine Position, weil wir kriegen unten immer die Meldung, dass der Wert irgendwie nicht zugewiesen ist. Das können wir direkt hier eigentlich auch mal machen. New Rectangle. So, müsst ihr nicht machen, kann man machen. Das sieht dann nachher, gibt es hier unten halt keine Warnung. Da gibt es immer eine Warnung. Pedal Rect wurde nicht zugewiesen, bitte weisen Sie zu, bla bla bla. Und das machen wir hier in dem Schritt direkt mit. Brauchen wir nicht, weil nachher wird es ja nach dem Init wird es ja eh aufgerufen. So, das nächste, was wir brauchen wieder einen Vektor 2. Man kann sich schon denken, wenn das ganze Pedal POS, also das ist wieder die ganz normale Position des Pedals, wo sich das Pedal momentan befindet. Dann brauchen wir gleichzeitig noch einen Public Int Players Score. Unser Pedal ist gleichzeitig unser Spieler und alles, was jetzt mit spielerbezogenen Daten zu tun hat, wie zum Beispiel ja, den halt den Score oder welche Farbe da hat das Pedal oder was weiß ich, das können wir natürlich direkt in der Pedal-Klasse speichern. Dafür brauchen wir uns nicht irgendwas anderes zu bauen. Und das hat halt den Vorteil. Also wir speichern zum Beispiel für Pedal 1 die Position von Player 1, weil Pedal 1 gleichzeitig der Player 1 ist. Also, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Das nächste, was wir machen wieder einen Integer mit width und height. Ja, also das ist eigentlich das gleiche wie beim Ball. Und wir machen uns wieder einen public float paddle mit EL und das Speed. Ja, also wie schnell das ganze Ding sein soll. Das nächste, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Das ist nämlich die Screen Breite und Höhe. Das nächste, was wir nämlich machen, ist Public Int nochmal und zwar einmal Pedal-Rect
Unterstrich Bluff und Pedal Height. Ja. Das hat den Grund, wir brauchen einmal die Bildschirmauflösung im Grunde, also wie hoch und wie breit der Bildschirm ist, damit wir nachher die Kollision regeln können. Das heißt, dass das Pedal nicht außerhalb des Rands kommt oder außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs. Deswegen haben wir die brauchen wir einmal die Höhe des Pedals natürlich und direkt noch die Screen-Höhe und Breite, damit wir das nachher ausrechnen können, ob unser Pedal gerade den Screen überschritten hat und dann zurückspawnt. Sollte hoffentlich auch klar sein, ja. So, wir haben keinen KI-Player, wir haben auch keine Rotation, wir wollten ja nur einen Two-Way-Pong machen. Obwohl, ich kann es natürlich direkt mal einbauen, dass wir rotiert haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einbauen soll, ob das rotiert sein soll. Ich spare es mir jetzt erstmal, das machen wir vielleicht dann später nochmal. Machen wir mit dem Konstruktor weiter, glaube ich. Pedal. So, hier übergeben wir ein paar optionale Werte. Das erste ist int screen w gleich 1280, also die Auflösung der Breite des Bildschirms. Dann haben wir einmal int screen unterstrich h für die Höhe. Dann nehme ich jetzt mal 768. Hoffe ich, dass das 800 ist das egal. haben wir. Danach brauchen wir den Float Speed gleich 20f.0f. Muss man nicht das Punkt 0, aber sieht schön aus. Danach setzen wir ein Int für die Pad W, also die Pedal Breite. Und diese Pedalbreite ist, wir gehen nach unten, das heißt, wir machen das Ganze, sagen wir mal so 15 breit. Und in der Höhe, also Pad-H gleich 150 Pixel. Ich glaube, das sollte reichen. Wir sagen doch nochmal ein Public Bool KI Player und dann machen wir den so noch ein Bool KI oder ist KI, der standardmäßig auf False. Wenn man zum Beispiel nur alleine spielen möchte, dann kann man die KI aktivieren und deaktivieren für das jeweilige Pedal. Und ja, wir werden uns da wahrscheinlich jetzt keinen riesen KI basteln, aber so ein bisschen was. So, das erste, was wir hier machen werden, ist wieder die Zuweisung des Ganzen. Das heißt, wir setzen einmal die PedalPos gleich Vektor 2.0. Den PlayerScore wird ebenfalls gleich 0 gesetzt. So, dann die Width ist gleich ScreenW und die Height ist gleich Screen H. Warum ist das jetzt? Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Pedal Speed ist gleich Speed. Pedal Width ist gleich Pad. Pad W und Pedal Height gleich. So. Das war es, glaube ich, jetzt erstmal mit der Zuweisung des Ganzen.
Jetzt ging es weiter mit des ganzen das Rechteck zu Ende zeichnen. Das heißt, das Rechteck hat momentan XY00 und XY1 ist 11. Das heißt, wir haben jetzt sagen wir mal ein Pixel. Ist für so ein super Paddle natürlich super. Und deswegen müssen wir dem Paddle oder dem Rechteck des Paddles jetzt erstmal sagen, wie groß es ist. Wir haben ja hier schon die Werte angegeben. Und das kommt jetzt im nächsten Schritt. Das machen wir ganz einfach mit Paddle rect. Paddle rect. Gleich height. Und Paddle width. Ach nee, Paddle rect. Meine Güte. Paddle rect.width gleich Paddle width. Habe ich mich nämlich hier oben gerade vertan. Das muss nämlich Paddle width heißen, sonst haben wir uns das so groß wie unser Screen. Das hat auch nicht gerade so den Sinn des Ganzen. Paddle halt so. Und damit war es das für unseren Konstruktor. Juhu. Das ist jetzt, glaube ich, schon alles relativ logisch, ne? Hoffe ich. So. Das nächste, was wir wieder brauchen, ist eine Public Update. Public Void Update. So, und die macht eigentlich das gleiche wie bei der Ball CS. Wir gucken uns die mal an. Ja, das ist fast das gleiche eigentlich. Wir setzen einfach die Position. Also Paddle rect.x. Ja, also die x-Koordinate ist gleich Paddle position.x und dann Paddle rect.y gleich Paddle pos.y. So, wir haben hier wieder eine implizite Konvertierung, oder wie ich das Ganze nennt. Deswegen schreiben wir da mal in vor, dass das Ganze zu int konvertiert wird. So, was hier natürlich noch hin muss, ist check schon eine Collision. Das machen wir jetzt direkt im nächsten Schritt. Wir machen nämlich jetzt wieder eine Public Void check. Die bekommt ebenfalls keine Parameter. Wir können direkt hier schon mal Check Call eintragen, bevor wir es nicht vergessen. Das ist jetzt unsere fertige Update-Funktion. Und jetzt müssen wir erstmal die Collision checken, ob das Paddle nach unten kann oder nach oben kann, also nicht aus dem Screen. Dafür machen wir uns jetzt noch eine neue, und zwar public int Abstand. Der ist ein Pixel. Okay, machen wir mal Abstand Border, also Abstand zum Rand. Das lassen wir jetzt standardmäßig mal auf 1. Das bei unseren zwei mit unseren zwei Spielern Pong ist es ja, bräuchte man diesen Abstand jetzt nicht. Beim 4-Way bräuchte man den, da wir ja, da sich sonst diese beiden Pedals überschneiden würden. Das wäre jetzt auch nicht dann so super und so der Sinn. Bei dem einer lassen wir mal einen Pixel und Abstand. Da wir ja auch noch hier einen Bumper haben. Ja, das geht ja, der muss ja auch noch irgendwo leben. Obwohl mich da gerade ersinne, machen wir mal daraus drei. Wir haben einen Pixel unten, zwei Pixel. Machen wir mal drei, da haben wir einen Pixel zwischen Bumper und Paddle Platz nachher. Gut, ich glaube, das sollte dann relativ logisch sein, dass das Ganze ja, hoffentlich. So, wir fangen einfach mit einer If an. Also wenn die Paddle pos.y, weil wir ja nach unten und nach oben gehen, das ist ja Y,
Ja, wenn wir jetzt mal kurz wieder unser Paint aufmachen. Projects. Tutorial Pong. Ja, also wir haben jetzt hier wieder sogar eine Zeichnung. Okay. Paint. Machen wir uns nochmal eine geile Zeichnung. Also wir haben jetzt einmal hier. Also bei Photoshop gibt es dafür einen Shortcut, dass das gerade ist. Egal. So. So, dann machen wir hier mal wieder. Das ist. Geht nach da. Das geht nach da. Das ist Y. Wie geht das? So, machen wir das nochmal kurz. Ja, Y im positiven Bereich. Und das ist x im positiven Bereich. Und unsere Pedals sollen ja dementsprechend hier sein. So. Pedal 1 und Pedal 2. So, ist jetzt egal, ob die nicht gleich groß sind. Ich hoffe, der Sinn wird halbwegs verstanden. Ja, also das sind unsere beiden Pedals. Und wir haben hier Bumpers. Die laufen um das ganze Spielfeld nachher. Also hier und hier und hier. Und dementsprechend auch ganz an der Seite hier. Und wir haben hier zwischen, wir haben hier 0. Oder im, fangen wir hier an, hier ist einfacher. Wir haben hier 0. Dann ist hier unser Bumper, der benutzt 2 Pixel. Und dann ist der nächste Pixel halt das Ende für unseren coolen für unser Bumper Oberes. Unser das Screen, also wenn wir sagen Pedal Post gleich XY, dann ist die Pedal Post hier. Die ist immer hier oben in der Ecke. Das heißt, wir müssen gleich, wenn wir eine Kollisionsabfrage ausführen, müssen wir zusätzlich noch diese bin so gut da drin, man merkt das hoffentlich. So, man muss das dann noch abziehen, also minus rechnen nachher. Eigentlich plus, aber wir machen das nachher anders. Deswegen hoffe, so habe ich es vernünftig erklärt. Gut, wenn dies kleiner ist als der Abstand zur Wand, definieren wir mal Abstand Border. Ja, wenn das so ist. Dann soll nachher was gemacht werden. Das heißt, wir haben jetzt hier die Überprüfung, ist diese Ecke hier, beziehungsweise hier diese Breite, kleiner als der Abstand zur Wand, den wir hier mit 3 Pixeln, also hier, also diese Fläche hier in den Bumper reinragt oder weiter, dann, was soll gemacht werden? Soll die PedalPos.y gleich den Abstand zur Wall gesetzt werden. Das heißt, wir gehen weiter, also wir sind zum Beispiel mit unserem Pedal hier. Und dann checkt er die Collision. Ja, wir sind weiter als unser Bumper, wir sind sogar weiter als der Screen. Wir sind sogar dann im negativen Bereich. Das heißt, er setzt einfach unser Pedal wieder hier hin. Das heißt, hier ist dann Schicht fürs Pedal. Und immer wenn dann die Collision kommt, geht es nicht weiter als hier, weil er einfach die Position dahin setzt und Ende ist. Gut, das ist dann oben. Und das Ganze brauchen wir dementsprechend auch für unten, also if Klammer auf, PedalPos.y. Größer gleich Pedal. Nee, warte, wie habe ich das genannt? Screen H, nee, Height, genau, Height, also hier diese Seite. Minus in Klammern Pedal Width, also diese Seite hier, das ist ja hier so und das ist die Breite nach unten.
eigentlich falsch, ne? Aber kack erstmal drauf. Plus den Abstand zur Wand, den möchten wir ja unten ebenfalls, ist unser Bumper mit 3 Pixeln, also möchten wir ebenfalls hier unten den Abstand zur Wand halten. Klammer zu, Klammer zu. Dann ist die Pedal Position gleich die Pedal Pos Punkt Y gleich Screen. Height. Nur die Height. Die Height ist dann. Ach komm, das ist meine Maus hängen geblieben. Meine Maus ist weg, egal. So, kopieren, bin ich zu voll zu. Gut. Das heißt, wir setzen dann das Pedal ebenfalls wieder ein Pixel beim Borderende aus Mickey Mouse. Das ist dann unten. So, wenn wir das jetzt mit Rotation machen würden, das heißt für die beiden gedrehten oder oben und unten Pedals, dann müsste man das einfach nur dann gegen Y austauschen und dann halt statt Width Height nehmen. Das wäre dann dementsprechend das Gleiche. Gut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war es das tatsächlich fürs Pedal. Glaube ich, ne? Ja, es war es fürs Pedal. Machen wir weiter mit den Bumpers. Wir haben jetzt so viel über die ganzen Bumpers geredet, das heißt, wir machen jetzt auch mal die Bumpers. Die Bumpers, ja, sind im Grunde ganz einfach und die machen wir im nächsten Part.